Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankreich. Wir haben gerade den Tisch gedeckt. Die Kinder haben das ganze Haus geputzt. Jeder hatte einen Lappen und die haben alles geputzt, was man nur putzen kann. Oh, Liana ist noch gar nicht fertig. Sogar die Fenster werden hier geputzt. Schaut mal, das Putzfieber ist ausgebrochen. Mia chillt. Die war gerade schon mit Papi draußen. Ne, Miechen? Oh, jetzt wird Mia noch geputzt. Ah, nee. Die Adventskalender sind schon geöffnet. Sollen wir mal zeigen, was drin war? Ja, aber du. Ich, okay. Also, Ben hatte in seinem Autokalender heute ein Safari-Jeep. Mama. Ja? Danke, mein Schatz. Die Liana hat in ihrem Puppenkalender für ihr Baby Ben heute ein Fläschchen. Dann war natürlich Schokolade. Genau, da ist der Hubschrauber bei Paw Patrol im Kalender. Zwei Sky-Hubschrauber. Im IKEA-Kalender war natürlich wieder Schokolade. Die ist schon hier drinne. Und hier drinne. Die können wir euch nicht mehr zeigen. Und da drinne. Und ein bisschen bei Mama drinne. Stimmt, ich habe auch genascht. Da drinne, genau, Ben. Da drinne. Und im selbstgemachten Adventskalender waren heute Überraschungseier. Na, Fokus, Pokus. Überraschungseier im selbstgebastelten. Und Ben hatte den Schneefuchs. Und Liana hatte ein Eichhörnchen mit Flügel. Buh! Na, das sieht aus wie ein Eichhörnchen mit Flügel, oder? Was ist das sonst? Jetzt müssen wir ganz schnell frühstücken, weil wir gehen gleich Pony reiten. Ja. Mama hat Käse, Gurken und Toastbrot mit Butter und Kräuter. Bändchen hat auch wieder einen geiler Mix hier. Saure Gurken, Toastbrot und Joghurt. Ja, das war gestern im Rucksack. Ist schon ein bisschen vermatscht, aber schmeckt noch genauso gut. Leantchen hat Naturjoghurt und Papi ist noch nicht da. Ich habe es noch nicht geschafft, meine Haare zu machen. Wir sind ein bisschen im Stress. Lang geschlafen, lang gefrühstückt, entspannt in den Tag gestartet. Wir haben aber um 11 Uhr Ponyreiten ausgemacht. Deswegen fahren wir da jetzt ganz schnell hin. Aber es gibt ja viele Merci. Das ist unser Pony Karamell. Also Eclair will nicht laufen. Ganz, ganz langsam läuft sie. Wahrscheinlich müde. Ha, Eclair. Eclair. Ja. Alle sind schon weg. Und wir laufen ganz, ganz langsam. Oh je, Eclair. Bist du so müde heute? Ja, ich bin jetzt allein. Karamell, danke schön für eine tolle, tolle Reitstunde. So, ihr Lieben, das war jetzt wirklich mega schön. Ponyreiten durch den Center Park. Die Kinder haben es total genossen. Es war echt richtig schön. Eine kleine Stärkung, vor allem ins Warme, weil draußen war es jetzt ganz schön kalt. Jetzt gibt es warmen Crepe. Und Orangina, eine heiße Schokolade für Lianchen und ein Wasser und Kaffee für Mama und Papa. Jetzt haben wir hier schon den letzten vollen Tag und es ist so, oh, wir würden so gerne verlängern, aber wir haben am Montag schon wieder einen Termin. Wir haben aber schon wieder gebucht für Januar. Wir hoffen natürlich, dass das alles so entspannt hier bleibt. Es ist unglaublich schön hier, unglaublich für die Kinder, für uns. Super! Ja, alle sind zufrieden, alle sind glücklich, man ist hier ganz entspannt und für uns ist es halt cool, weil wir trotzdem weiterarbeiten können und trotzdem halt viel mehr Zeit finden, auch
nebenher Dinge zu tun, gerade für die Kinder. Im Alltag zu Hause ist es halt oft so, wenn man viel selbstständig arbeitet, dass dann die Kinder zu kurz kommen. Ja! Und die Kinder in den Momenten, wo man dann arbeitet, also Vloggen ist für mich überhaupt keine Arbeit, da ist man ja auch immer dabei und hat einfach die Kamera zusätzlich in der Hand. Aber Kooperationen oder mein Hühler-Business, das ist natürlich Arbeit, die man aber auch von unterwegs machen kann. Also das Ziel ist eigentlich, dass das alles so gut läuft, dass wir immer unterwegs sein können. Und in solchen Momenten wie jetzt Center Park ist einfach alles da, was wir benötigen, dass alle entspannt und glücklich sind. Ich könnte jetzt hier auch einen Vlog schneiden und André könnte mit den Kindern rennen oder andersrum. Also ja, super gut. Wir haben den Papa gerade geschnappt. Der Papa ist nämlich entwischt. Der Papa ist gerade entwischt und wir haben ihn aber wieder gekriegt. Oh, 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 er entwischt wieder. Oh nein, wo geht er hin? Oh nein, oh nein. Ach so, okay. Wo gehen wir hin? Gehen wir da mit? Los, los Ben, durchkrabbeln. Kommst du hoch? Oh, ja super, super, super. Gut, durch mit dir. Los, lauf weiter. Mama ist da, Mama ist da. Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. Wir kriegen den Papa wieder. Los. Wo könnte er sein? Wartet, wartet, ganz langsam. Wo ist er? Wo ist der Papa? Wir schnappen ihn. Let's go! Giddy up, giddy up, giddy up, let's go! Enjoy the show. Так, все, хватит, я хочу домой. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zurück. Ich muss mich jetzt unbedingt mal richten. Ich muss eine Runde unter die Dusche. Wir haben das heute Morgen nicht geschafft, weil wir zu entspannt waren und dann gemerkt haben, wir haben ja Tickets für Ponyreiten um 11. Wir sind jetzt zurück. André hat gerade ein Feuerchen gemacht, weil es unglaublich kalt da draußen ist. Wir haben gerade beschlossen, Bändchen ist eingeschlafen. Ich habe gerade zu André gesagt, es ist einfach unglaublich, was wir für einen guten Schläfer haben mit Ben. Wenn der pennen will, der sagt das, Mama, ich will jetzt ins Bett. Und dann legt er sich ins Bett. Also ich lege ihn dann ins Bett und er schläft ein. Jetzt ist er sogar schon im Golfwagen eingeschlafen. Einfach ins Bett gelegt, pennt jetzt. Wir haben beschlossen, Liana und ich räumen jetzt ein bisschen die Bude auf. Ich werde meine Haare waschen. Und dann haben wir noch ein Bastelpäckchen. Liana ist schon wieder am Putzen hier. Dann machen wir unsere Bastelkiste auf. Papa, hast du gehört? Sie hat keine Zeit zum Quatsch machen. Hast du nicht gehört? Ich hab da kein Quatsch machen Zeit, sie muss putzen. Hä? Sie muss putzen, sie hat keine Zeit. Mein Franzose. Wir werden, wenn Ben aufwacht, uns, was wir eigentlich schon gestern Abend machen wollten, Fondue und Raclette hierher bestellen. Das ist nämlich... Bonjour! Super, das ist nämlich ein Lieferservice, den man hier nutzen kann und wir wollten das unbedingt mal ausprobieren. Gestern Abend hat es dann nicht so ganz gepasst mit unseren Plänen. Jetzt haben wir gesagt, machen wir das sofort, wenn Ben aufwacht, weil wir haben jetzt nicht wirklich Mittag gegessen. Liante und Ben haben ein bisschen Crepe genascht, André isst gerade Fromage, Frühstück. Also Fromage heißt Käse, aber ich meine, er isst gerade noch vom Frühstückstisch. Und dann werden wir uns ein leckeres Raclette und Fondue bestellen und nach dem Essen gerade gesagt, was für ein guter Schläfer Ben ist und schon war er wach. Aber jetzt ist er wieder eingeschlafen. Also wie gesagt, Ben macht Mittagsschlaf, dann Raclette und Fondue und wenn wir dann fertig gegessen haben, werde ich mit den Kindern noch eine Runde ins Schwimmbad gehen. Das Schwimmbad, wir haben einfach zu gute Vergleiche. André hat gesagt, ich soll nachher mal so ein bisschen ein Fazit machen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Es gibt 80-90% pro und vielleicht so 10%, wo nicht so super sind. Aber das Pro, das Positive überwiegt hier absolut. Das Schwimmbad ist nicht so unser Favorit. Es ist kalt da drinnen. Das Wasser ist kalt. Also, ja. Ja, also das Tolle am Schwimmbad ist definitiv der Kinderbereich. Ja, mein Schatz. Genau.
Es gibt eine tolle Rutschbahn im Babybecken und im Babybecken ist Sand. Am Anfang war das erstmal so, da ist überall Sand drin, was ist denn hier passiert? Aber für die Kinder ist das total mega. Da ist praktisch ein Sandkasten in der Mitte und dann dürfen die halt mit dem Sand auch ins Wasser. Also, ne? Und am Anfang denkt man so, das sieht voll dreckig aus, aber dann fällt einem ja auch ein, naja, beim Strand hat man auch Sand unter den Füßen und Wasser oben drüber. Es sieht halt im Schwimmbad ein bisschen dreckig aus, weil da halt... Da, wo wir lang da waren, ja, hab ich gesagt, da fühlt sich normal. Und wo wir raus aus dem Sand sind, hab ich gedacht, was andere fühlt sich komisch. Ja. Immer wenn wir irgendwo lange drin sind, gewöhnt man sich dran. Das ist ein sehr guter Gedanke. Immer, wenn man irgendwo länger ist, dann gewöhnt man sich dran. Stimmt. Auf jeden Fall, das Schwimmbad ist nicht so zu 100.000% unser Favorit. Upsala, Fokus. Aber die Kinder lieben es, deswegen werde ich nach einer Stunde oder zwei mit den Kindern ins Schwimmbad gehen und André wird dann für euch diesen Vlog schneiden. Und dann wollten wir heute Abend noch Bowling spielen gehen. Also mal schauen. The Place, ja, war auch nicht so gestern. Ne? Das war kalt, habe ich euch auch gezeigt. Aber ja, ich mache nachher ein kleines Fazit für euch. Jetzt tun wir aber erstmal den Vlog von gestern hochladen, ein bisschen aufräumen, Haare waschen und dann komme ich zurück zu euch. Ich zeige euch noch das Feuerchen. Kaminfeuer, definitiv ein super schönes Erlebnis hier, auch in den kalten Tagen. Hallo? Sie wollten was sagen zur Sauna? Hallo? Sauna ist sehr heiß. 120 Grad kann das heiß werden. Und das ist gut oder schlecht? Das ist gut. Okay. Man kann natürlich weniger machen. Da kann man einstellen, wie heiß soll die Sauna werden. 2 Stunden später und ich sehe immer noch so aus. Oh, André kommt gerade zurück vom Spaziergang. Ich habe unglaublich lang gebraucht für den Vlog, den ihr dann gestern gesehen habt. War sehr viel zum Schneiden. Und ich habe dann auch gedacht, jetzt meine Haare zu waschen wäre voll Banane, weil ich ja jetzt mit den Kindern ins Schwimmbad gehe. Dann wasche ich sie lieber nach dem Schwimmbad. Ich muss jetzt kurz mit André besprechen, ob wir wirklich jetzt schon Fondue und Raclette bestellen, weil ich habe überhaupt keinen Hunger. Hast du Hunger? Auch nicht. Dann gehe ich erst mit den Kindern. Dann gehe ich jetzt erst mit den Kindern ins Schwimmbad und dann bestellen wir danach Raclette und Fondue. Also richte ich jetzt mal die Schwimmbadtasche, räume ein bisschen hier auf und dann, ja, werde ich mit den Kindern ein bisschen losgehen. So, Jana und Kinder sind ins Schwimmbad und ich bin zu Hause geblieben. Ich schneide jetzt den Vlog und nachher gehe ich in die Sauna. Ich habe sie jetzt angestellt auf 2 Stunden auf der linken Seite, dieser Dreher. Und auf der rechten Seite ist die Temperatur. So in 30, 40 Minuten soll es warm sein, ready sein. Vlog ist geschnitten, mindestens das Material, das da war. Ich habe noch ein bisschen Küche aufgeräumt. Hier ist noch die Mia. Ruht sich aus. Und ich gehe jetzt in die Sauna. Das war jetzt sehr gut. Ich muss jetzt so 20 Minuten ausrollen und dann gehe ich wahrscheinlich nochmal. Bis später. Ihr Lieben, wir waren ein bisschen im Schwimmbad, die Kinder und ich. Jetzt habe ich gerade geduscht, André hat den Vlog geschnitten und ein bisschen die Bude hier aufgeräumt und jetzt haben wir bestellt. Raclette. Käsefondue und Fleischfondue. André wollte Fleischfondue und Liana und ich, wir konnten uns nicht entscheiden, Raclette oder Käsefondue, deswegen haben wir beides bestellt. Ich zeige euch jetzt mal, was da alles angekommen ist. Unglaublich. Also jetzt im Nachhinein haben wir verstanden, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee war, 3 verschiedene Sachen zu bestellen, weil wir jetzt einfach 3 verschiedene Geräte haben. Aber wir haben da nicht so drüber nachgedacht. André wollte Fleischfondue. Das ist, glaube ich, das Fleisch dazu. Das war wahrscheinlich bei Raclette oder Fondue dabei, aber da ja keiner Fleisch isst außer André, ist das alles für ihn. Dann haben wir ein bisschen Salz und Pfeffer bekommen. Ja, nicht ein bisschen. Ja. Das war ironisch. Das, genau. Balsamico und Olivenöl, 2x Salat. Dann haben wir hier ein paar Cornichons.
ein kleines Dessert, 5 Brötchen, Raclette-Käse, 2 Kartoffeln, Fondue-Käse und hier sind noch irgendwelche Soßen, 3 verschiedene Soßen. Wahrscheinlich zum Fleisch, denke ich mal. Und dann haben wir noch Barbecue-Chips, auch nur für Papi. Und hier ist noch Wein fürs Fondue, aber da Liana und ich... Ja, wir haben andere Chips für dich, mein Schatz. Ja, yay, essen. Papi bereitet jetzt mal alles vor. Fleischfondue ist mit Öl. Lianchen, das ist alles unglaublich heiß, ne? Darfst du nicht dran fassen. Wir sitzen hier. Genau, komm hier auf die Seite. Mega gut, Raclette-Käse ist schon fertig. Aber das kennen wir auch gut, ne? Raclette. Hallo, mein Schatz. Hier ist das Käsefondue, das gerade schmilzt. Und Papa hat einfach Öl, das noch richtig heiß werden muss. So, jetzt scheint auch das Fondue hier bereit zu sein. Mmh. Soll ich dir was drauflegen, Schatz? Mhm. Musst du ein bisschen warten, ne, bis es kühler geworden ist. Isst du erstmal eine Raclette-Käse? Boah, heute klebt der Magen zusammen. Raclette und Fondue. Papa, hier sind noch Kartoffeln, wenn du willst. So, und jetzt macht Papa ein bisschen, wie heißt das, Mami? Fondue, Fondue, Fleischfondue. Fleischfondue, ja. Das hat irgendeinen speziellen Namen, aber ich habe keine Ahnung. Jetzt kocht es halt. Wir probieren nachher. Ist ein bisschen heiß. Und roh. To you. Happy birthday, happy birthday. Mm. Happy birthday, lecker. Ja? Für das Tier. Mm. Mm. So, meine Lieben, das war sehr lecker. Wir sind richtig, richtig voll gefressen. Ja. Käsefondue, muss ich sagen, finde ich das von uns, was wir immer kaufen, leckerer. Das war sehr fettig und sehr schnell ein Klumpen. Raclette war super, aber ne, das kann man nicht viel falsch machen. Und André war auch begeistert von dem Fleischfondue. Jetzt werden wir alles aufräumen, anfangen zu packen, ihr Lieben, weil morgen müssen wir schon um 10 Uhr auschecken. Und wer uns kennt, weiß, wir schlafen gerne aus. Wir sind Nachteulen. Es ist jetzt auch schon irgendwie 22 Uhr. Die Kinder sind noch wach. Was denn? André ist nicht so eine Nachteule, aber ich bin eine und die Kinder... Und ja, deswegen werden wir jetzt noch versuchen, alles zusammenzupacken. Um 10 Uhr ist schon Checkout. Das finde ich immer sehr, sehr anstrengend, wenn es so früh ist. Ich finde es toll, wenn es um 12 ist oder okay, um 11. Aber 10 finde ich immer extrem früh. Deswegen werden wir heute Abend noch alles packen, dass wir morgen ausschlafen und noch schön frühstücken können. Ja, da gehe ich jetzt mal ran. Ihr Lieben, ich verabschiede mich und freue mich, wenn ihr auch morgen dabei seid. Bis ganz bald. Tschüss.